Hallo und willkommen zurück zu Atelier Lulua. Ja, wir haben jede Menge Leute, die mit uns reden wollen. Unter anderem Meruru, von der kriegen wir noch einen Auftrag. Ja, wir müssen ja quasi drei Sachen erledigen, bevor wir das Lieblingsgericht von dem Fisch erfahren oder irgendwie sowas. Oh, hallo Lulua, was kann ich für dich tun? Nun, Lulua möchte dich gerne etwas fragen. Ach, wirklich? Ach so, genau, darum ging das natürlich. Wir brauchen von Totori, Meruro und Rorona eine Antwort auf die Frage, was ihr Sinn in dem Leben ist. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie so richtig drüber nachgedacht. そうだろうね。普通そんな難しいことを考えて生きたりしないさ。Ja, in der Tat. Man kann sein Leben auch gar nicht richtig genießen, wenn man die Zeit damit verbringt, über solche schwierigen Fragen nachzudenken. Diese Aussage hat Gewicht, wenn Ficus es sagt oder Fix es sagt. Was willst du denn damit jetzt wieder ausdrücken? Naja, wie dem auch sei, Meruru. Gibt es da vielleicht etwas, vielleicht einen Gegenstand, den du als Quelle deiner Motivation ausmachst? Ein Motivationsgegenstand. Naja, mir kommt da eine Sache auf jeden Fall in den Sinn. Jetzt aber sag nicht Pilze, oder? Ja, und was wäre das? Naja, es ist etwas, was ich vor langer Zeit verwendet habe, um ein verrücktes Monster auf dem Mount Velus niederzuringen. Es ist nur so, dass... Was ist denn los? Du brauchst nicht um den heißen Brei herumzureden. Naja, wenn ich könnte, würde ich dir jetzt auf jeden Fall das Rezept geben. Aber der Effekt ist so mächtig, da habe ich das Rezept weggeschlossen in den Tiefen des Mount Velus. Ach, was, mehr nicht? Dann gehe ich doch einfach und... Nein, 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 nein. Ich glaube, du verstehst das nicht richtig. Du kannst nicht einfach gehen. Velus ist ein sehr gefährlicher, aktiver Vulkan. Falls du da unvorbereitet hingehst, kommst du nie wieder zurück. Du musst also vorher nachforschen und dich entsprechend vorbereiten. Ich verstehe. Forschen also. Ja, ich fürchte, da gibt es wohl keine Alternative. Oh, Lidl が光った? Sass.
sauga. Kayui tokoro ni te ga todoku ne. Ja, da sagt es mal wieder die falsche Person. Eigentlich müsste Lulua das jetzt gerade sagen, aber in diesem Fall sagt Piana, oh, Alchemy Riddle leuchtet wieder. Es weiß immer genau, wenn ich es brauche. Was steht denn in Riddle? Oh, hi. Masani Velus-san no koto ga kaite aru mitai de. Ja, genau. Es hat mit dem Mount Velus zu tun. Wenn ich das rausfinde, dir dabei zu helfen, den mächtigen Mount Velus herauszufordern, könnte sich durchaus lohnen. Ich fühle mich ganz schlecht dabei, dir die Sache aufgebürdet zu haben. Brauchst du nicht, im Gegenteil, ich bin dir sehr dankbar dafür. Wir werden in kürzester Zeit wieder zurück sein und dann werden wir auch deinen speziellen Gegenstand hergestellt haben. Und wenn Lulua sagt, in kürzester Zeit, dann ist es ungefähr so ein halbes Jahr. Aber Lulua, sei auf der Hut, denn der Mount Velus kann sehr trügerisch sein. Verstanden. Ja, super. 8-2. 8-3 haben wir dann noch gar nicht. Das heißt, entweder mit Totori oder Rorona haben wir noch nicht gesprochen. Obwohl wir ja in Arlen waren. Das kommt wahrscheinlich dann später. Hey, Jeltje! Na, bist du wieder zurück aus dem Stone Coliseum? Oh, Lulua, hallo! Ich dachte mir doch, dass ich dich hier wieder treffe. Ja, wieso? Wie kommst du da drauf? Naja, Lulua, wo sollst du schon hingehen? Wir haben uns gerade im Stone Coliseum getroffen und dann dachte ich mir, dass du von da aus bestimmt wieder nach Aals reist. Ach, das ist eine besondere Begabung von mir. Ich habe einfach eine gute Nase. Oder Lulua hat einen besonders strengen Geruch. Eine gute Nase? Also kannst du die Leute voneinander auseinanderhalten? Anhand des Geruches? Ja, ganz genau. Das ist wirklich sehr nützlich, weißt du? Ich kann dir also sagen, wann Monster in der Nähe sind. Und ich kann auch verschiedenes Essen am Geruch unterscheiden. Ja, das ist wirklich der ideale Skill für einen Abenteurer. Haha, da fehlen dir die Worte, oder? Naja, Worte habe ich schon noch genug dafür. Das ist ziemlich cool. Also hast du eine gute Nase. Eine gute Nase und freundlich gegenüber anderen Menschen? Du bist ein bisschen wie ein Hund, Jeltje. Ein Hund? Oh, tut mir leid, so meinte ich das gar nicht. Mach dir keinen Kopf, ich habe gar nichts gegen Hunde. Vielleicht sollte ich mal ausprobieren, mir ein paar Hundeohren aufzusetzen.
Ja, vielleicht auch besser nicht. Ja, ich bin sicher, sie würden dir stehen. Aber sag mal, Jelche. Rieche ich denn wirklich so streng? Du hast mich am Geruch schon bemerkt, dass ich komme? Ja, schon. Wenn du in der Nähe bist, dann kriege ich immer so ein Hungergefühl. Ja, du riechst nämlich immer so gut nach Curry. Nach Curry? Ja, ich esse ja sehr gerne Curry, aber ich rieche auch so? Ja. Ach je, ich hatte ja keine Ahnung. Das kann ich nur dagegen tun. Ich könnte vielleicht weniger Curry essen. Nein, das auf keinen Fall. Das könnte ich niemals tun. Aber wenn ich weiter so viel Curry esse, dann rieche ich auch weiter nach Curry. Oh nein, was soll ich nur machen? Ich weiß es nicht. Ups, vielleicht habe ich sie jetzt ein bisschen zu viel geärgert, aufgezogen. Naja, aber auf diese Art und Weise ist sie einfach zu niedlich. Ich lasse es einfach dabei. Okay, also kann Jelche uns nicht am Geruch erkennen. Und es ist natürlich auch immer leicht, wenn man eine Person trifft, zu sagen, wusste ich doch, dass ich dich hier antreffe. Kann man immer behaupten. So, hier gibt's denselben, na, Bad Venom, Boa Venom Gland. Ist noch relativ neu, aber so viel brauchen wir davon nicht. Ist alles okay. Gehen wir nochmal hier rein. Lulua, ich würde gerne über was mit dir reden. Ja, worum geht's denn? Also die Sache ist die, falls du vielleicht ein bisschen Zeit hast, würdest du mir dann Modell stehen für ein Porträt? Modell stehen für ein Porträt? Ja, das macht mir nichts aus, aber das kommt jetzt schon ein bisschen plötzlich. Oh wei. このアールズにルルアさんの像を建てようという計画がありまして。Ja, weißt du, ich habe nämlich vor, eine Statue von dir aufzustellen hier in Aals. 像の制作の参考にするために、まずは肖像画をということに決まったんです。Und als Vorbereitung dafür dachte ich, ich male erstmal dein Porträt. Eine Statue? Von mir? Warum? Ja, ist das denn nicht offensichtlich? Ich möchte gerne deinen fantastischen Beitrag feiern, den du Aals geleistet hast. Ein kleines Zeichen der Dankbarkeit, weil du so viele Aufträge für uns erfüllt hast. Ja,
Ja, schon. Ich habe viele Aufträge erledigt, aber direkt eine Statue, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Das glaube ich nicht. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt und habe nur Zustimmung geerntet. Du bist eine genauso gütige und wahre Alchemistin wie Meroro. Und dein Name verdient es, dass man sich daran erinnert. Meinst du wirklich? Ja, dann gibt es wohl nichts, was dich umstemmen könnte, was? Okay, damit wär's dann beschlossen. Da werden alle sehr zufrieden sein. Lulua, ich hoffe, du lässt dir den Ruhm nicht zum Kopf, zu Kopfe steigen. So, Lulua, ich hoffe, du lässt dir den Ruhm nicht zu Kopfe steigen. Ja, ich versuche es zu vermeiden. Ich liebe einfach nur Aals. Aber ich muss zugeben, ich freue mich schon drauf, zu sehen, wie die Statue denn wohl aussieht. Ja, ich gebe mein Bestes. Also, wir sehen uns dann, Lulua. Okay, ist vielleicht noch ein bisschen früh für so eine Statue, aber gut. Ich werde nicht meckern. Oh, das ist gut. Ja, Eiche brauchen wir nicht mehr so viel, ne? Da habe ich auch gerade 3 von gekauft. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich lasse es mal, die 11 Stück. So viel Geld ist es auch nicht, was wir dafür kriegen würden. Gut, dann gehen wir mal zu Pamela und danach gucken wir mal im Alchemy Riddle, was wir da jetzt für Aufgaben bekommen haben. Hallo Pamela! Oh mein Gott! Oh, hallo Lulua! Ziemlich fantastisch, oder? So viele Kunden sind aufgetaucht und alles dank dir, Lulua. Wow, ich bin schockiert. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so viele würden. Tja, siehst du mal? Oh, wir haben noch Geld bekommen, eine Belohnung. Konnte nicht sehen, wie viel. Ja, das ist die Rückzahlung, weil du meine Miete bezahlt hast. Und ich habe noch ein bisschen was oben drauf gelegt. Weil du mir immer wieder aus der Patsche geholfen hast. Also nimm es, okay? Pamela-san. Hi.
たくいただきますね。Pamela, klar, ich nehm's. Ich bin dankbar. Gutes Mädchen. Und rate mal was, ist es dir aufgefallen? Dank der ganzen Menschen in der Stadt, die hier ihre Sachen eintauschen, die sie nicht brauchen, habe ich eine ziemlich große Auswahl. Stimmt, hier gibt es viele verschiedene Sachen. Ja, das stimmt. Und während wir hier schon so gerade sind, möchte ich dir ein paar von denen vorstellen. Dieses Werkzeug wurde von einem Wissenschaftler hergestellt mit wuscheligem Haar und das ist ein Boomerang mit großer Macht. Ah, ja, Pamela. Und was ist das für ein Papiercharm? Das ist... Ich entschwinde dahin. Pamela, lass sofort diesen Charm los. Hui, das war gefährlich. Beinahe wäre ich einem Exorzismus zum Opfer gefallen. Exorzismus? Aber bitte, du bist doch kein Geist. Aber ich glaube, ich weiß, was du mir sagen wolltest. Viele Gegenstände. Ja, da hast du recht. Ich glaube, es gibt ja auch sehr viele Gegenstände, die dir noch nützlich würden sein würden, Lulua. Also, besuch meinen Laden gerne wieder. Ja, was denn? Okay, Dunkelschau habe ich schon woanders gekauft. Normale Bombe habe ich kein Interesse. Weil es Pamela ist, will ich schon noch ein paar Sachen auch hier kaufen. Na komm. Ja. Dann schauen wir mal, was Alchemy Riddle zu sagen hat. Moment mal. Achso, okay. So, hier unser neuer Hauptauftrag. Den haben wir sogar erfüllt. Guck mal an. Warum? Wir werden es gleich erfahren. Ein aktiver Vulkan lauert über dem nördlichen Teil der Region Arls. Er wird bewohnt von dem mächtigen Schneeherzen, dem man oft in schneebedeckten Gebirge begegnet. Und dem mächtigen Draconias. Also es gibt da in jeder Runde Gefahr. Okay, also diese Schneekaninchen und den grünen Drachen haben wir beide schon besiegt. Beide in den Stir Highlands. Und dafür haben wir jetzt eine neue Sammelregion, nämlich den Mount Velus. Lulua-chan,
Belus-san, hast du Na, Lulu, hast du schon was über Mount Velos herausgefunden? Ja, mehrere Sachen. Genau wie Meruo sagte, ist er ziemlich gefährlich. Wenn die Monster dich da nicht erwischen, dann wird es die Lava tun. Aber wir können jetzt noch nicht aufgeben. Ich muss die Antwort auf Windstones Frage finden. Und das bedeutet für mich jetzt erstmal, den Gegenstand für Meruo herzustellen. Ja, das ist die richtige Einstellung. Und wir stehen dir ja auch zur Seite. Komme, was wolle. Ja, in der Tat. Ich möchte ja auch, dass du zu der bestmöglichen Person wirst. Danke, Leute, wirklich. Nun, gehen wir mal los. Meruos Rezept wird sich nicht von alleine finden. Also auf zum Mount Velos. Ja, aber erst gucken wir noch Alchemy Riddle weiter. Ob da noch andere Sachen waren. Ne, momentan nicht. Okay. Also nichts, was fertig wäre. Dann denke ich, können wir das ja ruhig mal machen. Wo ist er denn? Ach, ganz um die Ecke. Interessant. Da haben wir noch ein neues Gebiet auf dem Weg zum Mount Velos. Die Handelfarm. Ich will erstmal ein bisschen sammeln und das in besserer Qualität. Und jetzt bitte keine Kämpfe mit ätzenden Karottennagern. Weil sonst mein Tonikum ja wieder ausläuft. Alles dieselben Pflanzen hier. Oh, eine kleine Truhe. Mit Dünger. Oh, hier ist was Neues. Insekten. Ah, 30% erforscht. Das war knapp. Und neue Pflanzen. Oh, ist übrigens auch Nacht. Oh, hier sind noch Ponys. Pony, 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 Pony. Die muss ich jetzt nochmal erledigen. Da habe ich immer noch Hoffnung, dass wir damit auch was auslösen. Außer jetzt Wut bei Dirk. Oh ja, Level 58 Punis, die halten schon was aus.
いつも受け取れ。もう一撃。Leben immer noch beide, ist ja Wahnsinn. Okay, geht's zum Fragezeichen. In diesem Fall dann wahrscheinlich zum Mount Velus. Und es ist Tag geworden und die Punis haben sich in Feen verwandelt. Karotten, guck mal an. Schade, dass Vio nicht da ist. Die wird sich jetzt ja tierisch drüber freuen. Okay, das reicht jetzt wohl auch. Können wir hier noch was machen? Nee. Irgendwo ist hier eine Truhe. Da. Okay, aus Sunlight, das ist gut. So, was sind das hier für Feen? Ja, geht so. Ein Tick stärker als im Stone Coliseum. Auch nichts Neues leider. So ein Angelplatz. Also loot-technisch jetzt noch nichts, was mich richtig umhaut. Jetzt muss ich nochmal gucken, waren wir überall. Genau, da unten sind wir reingekommen, dann haben wir quasi gegen den Uhrzeigersinn den Bogen geschlagen. Und deshalb gehe ich jetzt hier einfach mal zum Fragezeichen raus, aber nein, lästige Fee hat andere Pläne. Ah, dann stirb halt. Ja, irgendwas an Loot, was mir überhaupt nicht interessiert. Jo, jetzt fällt mir noch die Hälfte runter, weil ich die Gelegenheit des langweiligen Kampfes benutzt habe, doch noch einen Schluck zu trinken.